Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch drei schnelle Makeover zeigen von einer Keramikvase, die jetzt einen coolen Betonlook bekommen hat und wieder modern und frisch aussieht, von einem Windlicht aus Treibholz und ein tolles LED-Licht, was schon vergilbt und zerkratzt war und jetzt eine neue Farbschicht bekommen hat. Ich fange jetzt mit der LED-Kerze an und trage die Reliefpaste mit tupfenden Bewegungen auf die Kerze auf und lasse die schön durchtrocknen. Da mir im Moment die Grüntöne so gut gefallen, nehme ich ein Salbeigrün. Das ist auch ziemlich dunkel und trage das ganz grob auf die Kerze auf, auch mit einem Schwamm mit tupfenden Bewegungen und werde immer heller. Die Farben, die gehen so ineinander über, die werden so richtig weich gezeichnet. Ihr könnt dann ein bisschen die Farbe mischen oder ihr nehmt nur das Helle. Das ist euch überlassen. Ihr werdet da ganz schnell rauskriegen, was euch da am besten gefällt. Also ich habe jetzt das Dunkle zuerst und werde immer heller. Mit dem Weiß gehe ich dann immer wieder. Es ist so ein Creme-Weiß. Wenn ihr dann zufrieden seid, lasst ihr einmal gut durchtrocknen. Und jetzt trage ich mit Acrylbindemittel, Silberfolie auf die Kerze auf, an den Stellen, wo ihr das am schönsten findet. Ich habe das jetzt ziemlich viel unten rum gemacht und die Silberfolie, die läuft so ein bisschen aus nach oben. Also unten ist das ziemlich dicht und dann läuft sie so ein bisschen aus. Der Rand der Kerze soll auch noch etwas Silberfolie bekommen und ich trage kleine Stücke Silberfolie immer am Rand um die Kerze herum mit Binder auf. Ich möchte auch noch innen etwas Silberfolie reinkleben, dann reflektiert das Licht immer so schön in der Silberfolie. Und jetzt bin ich zufrieden mit meiner Kerze. Jetzt habe ich einen modernen Look einer salbeifarbenen Kerze mit Silberstruktur. Jetzt kommen wir zu einer Keramikvase, die in Betonoptik einen neuen modernen Look bekommen hat. Die Vase reinige ich erstmal mit Fettlöser und trage die Strukturpaste mit kreisenden Bewegungen und viel Struktur von den Fingern immer rundherum um die Vase auf. Lasse sie dann 24 Stunden trocknen und kann schon gleich mit der Farbgestaltung beginnen. Ich nehme die Farben Creme-Weiß, Schwarz, Karamell, Dunkelbraun und Grau. Und mit Haushaltsschwämmen tupfe ich mit der dunkelsten Farbe gleich los. Also die dunkelsten Töne sind meine Grundfarben. Und ich werde dann immer heller, lasse etwas trocknen immer. Ihr könnt auch den Föhn benutzen, dann geht das immer schneller. Lasse zwischendurch trocknen und trage immer wieder einen Ton heller auf. Dann kommt so ein Grau-Weiß dazu, ein Cremeton dazu. Und so entsteht gleich schon so eine richtige schöne Betonoptik. Das ist mein Zwischenergebnis, was mir auch schon sehr gut gefällt. Ich aber es persönlich noch zu dunkel finde und gehe jetzt nochmal mit Farbe rüber. Dann nehme ich wieder ein Creme-Weiß und ein Hellgrau. Das sieht dann so schön betonfarben zusammen aus. Ich mische die Farben auch noch untereinander, dass es wirklich so ein ganz zarter, heller Grauton wird. Und mit dem Pinsel versuche ich das jetzt erstmal aufzutragen, aber gehe dann doch wieder zu meinem Haushaltsschwamm über. Da gefällt mir die Struktur immer eigentlich am besten und tupfe die Farbe ganz grob auf. Dann hatte ich noch die Idee, ein bisschen Strukturpaste mit Grau zu vermischen und dadurch bekomme ich noch mehr Struktur auf die Vase, wobei ich da auch wieder meinen Haushaltsschwamm nehme und die Farbe damit bearbeite, verstreiche, tupfe
und mir dann das Ergebnis wirklich gut gefällt. Und so habe ich die Vase dann gelassen. Also sie hat jetzt diese Struktur, diese tupfende Struktur und sieht wirklich sehr schön modern aus. Mit Pampasgras dekoriert sieht die Vase gleich modern und cool aus. Mir gefällt der Kontrast zwischen Beton und Natur. Das Windlicht ist ein ganz schnelles Makeover. Ich habe einfach ein Glas gehabt, was ich mit Treibholzstöckern dekoriert habe und mit einem Sisalseil festgebunden. Ich habe die kleinen Treibholzstöcke mit Heißkleber fixiert, damit sie mir nicht verrutschen, wenn ich das Sisalband um die Stöcker wickel. Dann einfach einen Knoten reingemacht, eine Kerze reingestellt und schon ist mein rustikales Windlicht fertig. Was super zu meiner ganzen Optik passt, zu den Kontrasten Beton, Holz, finde ich, sieht das richtig toll aus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei meinen drei Projekten, bei meinem schönen LED-Licht, was einen neuen Farbanstrich bekommen hat, bei meiner Keramikvase und bei meinem tollen Windlicht aus Treibholz. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen, über ein Abo natürlich auch. Viel Spaß beim Nachmachen, viel Spaß beim Kreativsein, eure Ursula.